Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Small Land. Und wir werden heute, nein, nicht den Meerschweinchen anschauen, sondern wir gehen jetzt heute zum Dungbeetle und der ist in diese Richtung. Da gehen wir dann hin und ich werde erstmal kurz da unten den meinen Save Point mal eben beglücken mit meiner Anwesenheit und da dann den Spawnpunkt machen. Falls hier eine Katze rumschreien hört, die will Futter haben, aber da es noch nicht so weit ist mit Futter, werde ich hier noch nichts geben. So, warte, wo ist es? Da ist es. Diese Richtung. Auf geht's! Ah, ist das heiß. Gut, hat nicht so viel gebracht. Ist egal. Einfach weiter, einfach weiter. Kein Thema. So. Kleine süßen Marienkäferlein. Mein Plan läuft da nicht weg. Ich meine, beim Dung Beetle, denke ich mal, brauchen wir auch den. Den Hammer. Habe ich da hinten meine Dingens? Ah ne, hier unten. Ich sehe das schon. Hier wäre mal cool zu fliegen. War jetzt sehr gut. Wo springst du hin? Hallo. Weiß schon, dass er da drauf kommt eigentlich, ne? Das habe ich sonst immer geschafft hier, danke. Dann gehen wir uns mal eben kurz hier das Bettchen einverleiben und unsere Sachen reparieren. Und dann geht's rüber. Und dich kriege ich noch. Du oller Tölpel. Kein Thema mehr, wa? Freigeschaltet Tölpelbraten, okay. Oh, das geht jetzt schnell. Weil die würde ich nämlich eigentlich gerne noch mehr holen, weil ich gerne danach noch ein bisschen weiter bauen würde. Und da war der Dung Beetle. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mal an ihn erinnern. Ich hatte den im Stream im Bübi gemacht gehabt. Aber ich kann mich da irgendwie nicht mehr daran erinnern. Ach, guck mal, hier ist auch Ton, falls wir noch Ton brauchen.
Falls wir Ton brauchen, können wir das mitnehmen. Doch richtig gehört, dass da irgendwas von hinten angekrochen kam. Nehmen wir natürlich auch mit. Und wir können direkt wieder zurückgehen, weil wir hier direkt schlafen gehen können. So wie es aussieht. Einfach mal nichts da hochgeht, ne? Geil. Ach da. Ich wollte sagen, war das nicht hier? Mal gucken, ob ich wieder schaffe oder. Schmeißen wir uns schon mal ins Bettchen. Leckerei vor zu uns nehmen. Lecker, lecker, lecker. Da hinten ist wieder so ein Tölpel, das heißt, den können wir jetzt auch noch mal einnehmen, damit wir vielleicht noch ein bisschen Tölpel braten, was wir testen können später. Okay, so viel kann er jetzt nicht. Danke. Dankeschön. So, Schwertchen mal ausrüsten. Mal gucken, wo der ist. Ob wir jetzt auch diese großen Hornkäfer oder wie heißen da schaffen? Ach, guck mal, hier ist doch so einer. Hatte ich hier oben nicht noch so eine Schlafgelegenheit? Nee, ne? Hallo? Guck mal, bist zu doof manchmal, um irgendeine Anhöhe hochzugehen, ne? Aua, sag mal. Was brauchten wir noch? Holz war das, glaube ich, ne? Von denen hier kriegen wir kein Holz, ne? Nee, nur Nektar und Blütenblätter, nehmen wir die hier. Oh, was an Ton klebt da. Warte doch noch mal eben.
Kann ich hier die noch bauen? Nee, ne? Holz, 10 Stück. Ich glaube, das bringt es auch nicht, ne? Ich glaube, da ist noch eins. Machen wir uns da oben nämlich noch mal eben kurz eine Werkbank hin und dann kümmern wir uns eben kurz um die Echse. Können wir uns eben um die Echse kümmern? Die irgendwo rumschwirrte. Wo ist denn jetzt meine Hütte jetzt? Ach, da. Falscher Stein hoch. Muss gucken, was die kann. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da hinten. Klingenschaden. Okay, das ist da mal gut. Kannst du hier rüberkommen? Wäre sehr angenehm für mich. Ich komme einfach zu dir. Okay, die geht. Echsenklauen, 2 Stück. Das heißt, wir könnten uns eventuell sogar, wenn wir noch eine finden, oder 2, könnten wir uns eventuell noch den Hammer herstellen. Aber ich befürchte, dass ich nur die eine hier habe. Zumindest weiß ich nicht, wo noch andere sein könnten. Guck dich den Ton an hier. Vielleicht noch eine. Hä? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Da ist ja noch eine. Da ist ja noch eine Dingens hier. So, da den will ich jetzt mal ausprobieren. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist der denn jetzt hin, der Käfer? Hier war doch gerade eben ein Käfer, stand doch gerade eben noch hier. Käfer schon. Put, 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 put. Ich sag immer, wo ist denn der hin? Ach, da oben bist du. Wenn ich den mal treffen würde. Den kriege ich so nicht. Grabstein? Da.
Komm. Komm her. Schweres Chitin. Alter, sonst kriegen wir nichts. Schade. Hab gedacht, die könnten vielleicht noch mehr kriegen. Hallo? Ah, okay, das kann weg. Das kann weg. Wollen wir den anderen Spawnpunkt? Wir hätten ja noch einen anderen hier. Oben war der, glaube ich, ne? Ja, gut. Da kann ich nämlich eben kurz die Rüstung wieder reparieren. Aber auf jeden Fall sind die machbar. So wäre es gut, wenn man irgendwie noch eine bessere Spitz-Dings da kriegen könnte. Sag mal schnell. Besseren Speer. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Einmal gegen die Wand. Wo ist denn der? Da oben? Muss da oben sein, ne? Irgendwo da oben. Ja, ihr wollt mich doch alle verarschen hier, oder? Ja, noch einer. Sag mal. Ja, ist klar. Geh weg. Ich will dich nicht mehr. Was ist denn jetzt mein einer Spawnpunkt, den ich hatte? Der war doch hier. Oder auch nicht. Muss eigentlich hier sein, weil hier habe ich da hier die habe ich erledigt hier.
Ja, ich würde gerne meine Sachen werfen. Ach, da oben ist er ja. Na gut, jetzt geht's wieder. Nacht ist aber noch nicht. Nee. Ah, ich hasse diese Stürme, die sind auch ein bisschen blöd. Aber na gut, ich warte das mal eben ab. Und dann gucken wir mal, ob wir uns gegen den Dung Beetle wehren können. Also bis später. So, da bin ich wieder. Ich habe ihn gefunden und ich werde direkt losjumpen zu ihm runter und wir versuchen ihn direkt mal. Ich habe oben den Spawnpunkt gesetzt. Direkt auf eingehen. Oh, ups, falsche Taste. Der tut Aua. Okay, das tut ihm auch nicht wirklich weh. Wenn er da nicht bei uns ist, können wir da ihn kurz die Halle machen. Was macht der denn? Schönes großes Tier. Den kriegen wir so. Da oben auf dem Rücken hat er auch den. Da hat er den drauf fliegen gehabt. Oh, jetzt haben wir schon das uralte Kleberziegel. Das ist doch mal perfekt, wa? Sauber gelaufen hier. Und nicht einmal gestorben. Na, was sagen wir dazu? Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir können direkt zum, wie heißt der jetzt mal, zum alten Herrn gehen. Das machen wir aber morgen. Das machen wir morgen. Ich nehme mir noch mal den hier mit. Und dann können wir nämlich noch mal eine Keule machen, eine fette. Der Leckspecht hier, du. Oh, der hatte mich erfasst. Wo können wir denn hin hier? Die Richtung, ne? Ist richtig? Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann morgen beim Ältesten. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen und wir hatten Erfolg. Jipp. Und somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Tag oder sonst irgendwas. Bis dann, euer Wobra. Ciao, ciao.